Dominik Benner auf dem Weg in das Schuhfachgeschäft in Hofheim im Taunus, das er vor 6 Jahren von seinem Vater übernahm. Hier ist er heute nur noch selten. Die Mitarbeiter freuen sich aber jedes Mal, ihn zu sehen. Denn dass es dem Geschäft heute gut geht, liegt zum großen Teil an einer Idee, die er nach der Übernahme hatte. Also die Idee von Schuh24 entstand so, dass wir damals mit einem Fachhändler, der 10 Filialen hat, Kontakt hatten. Und der sagte, Mensch, wie kann ich denn online Umsatz machen, ohne dort große Risiken eingehen zu müssen, ohne viel technisches Wissen. Und so kam die Idee, dass wir für den eine Schnittstelle programmieren, ihm seine Waren alle bei uns einpflegen und wir für ihn komplett den Online-Verkauf machen. Als dieser Händler am ersten Tag 70 Online-Verkäufe realisieren konnte, merkte Dominik Benner, dass diese Idee Zukunft hatte. Schuhe24 war geboren. Eine Internetplattform, auf der heute über 1000 Schuhhändler aus ganz Deutschland ihr Sortiment auch online anbieten. Einer davon ist Uwe Meise. Bereits in der 3. Generation betreibt er ein Fachgeschäft für Herrenschuhe in Düsseldorf. Für ihn liegt das Geheimnis des Erfolges darin, dass die Kunden wissen, bei wem sie einkaufen. Kunden, die eben nicht irgendwann leere und tote Innenstädte vorfinden wollen, weil ein Händler nach dem anderen pleite gemacht hat, da der Internethandel ja schon einen gewissen Anteil in Deutschland hat, und das alles Schuhe sind, die dem stationären Einzelhandel fehlen. So, auf die Weise hat der Kunde noch die Möglichkeit, diesen Einzelnen zu unterstützen, der dann die Ware herausschickt und damit Umsatz macht. Im Herbst 2018 wurden Dominik Benner und Schuhe24 beim renommierten KfW Award Gründen zum Bundessieger gekürt. Eine Ehrung, die seinem Startup half, die Idee vom Onlinehandel für lokale Fachgeschäfte auf neue Branchen auszuweiten. Was wir sicherlich sagen können, ist, dass der KfW Award für uns deswegen wichtig war, weil ganz neue Händler und auch von neuen Branchen Händler auf uns zukamen und gesagt haben, wir finden euer Projekt spannend, wir können hier einen ähnlichen Ansatz verfolgen, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Und Dominik Benner wollte. So wurde die Idee auf Fachgeschäfte für Sportartikel und Mode übertragen und 2 neue Plattformen entstanden. Bis Ende 2019 soll ein 3. Portal folgen. Außerdem wurde eine Eigenmarke kreiert, die Händler von Schuhe24 anbieten können. Das heißt, wir haben dort eigene Schuhe mit eigener ERN-Nummer, eigene Kollektion. Die können die Händler kaufen, können das online bei uns anbieten, aber auch im Fachgeschäft verkaufen. Und so versuchen wir einfach diesen Community-Gedanken, den wir mit unseren Händlern haben, immer weiter auszubauen. Nicht nur, dass wir Online-Verkauf für die Händler machen, sondern dass wir eine Eigenmarke für die Händler haben, dass wir für die Händler Social Media und Marketing machen und dass wir also wirklich ein fester Partner sind, dass wir mit Händlern eng zusammenarbeiten. Im Sommer 2019 eröffnete Schuhe24 ein eigenes Logistikzentrum in Wiesbaden. Hier werden zurückgeschickte Schuhe gesammelt und an die Händler weitergeleitet. Außerdem können Händler eigene Bestände hier einlagern und Nachverkauf verschicken lassen. Die Entwicklungszahlen sprechen dafür, dass all das die richtigen Schritte sind. Wir wachsen sehr, sehr gut. Wir hatten die letzten Jahre jeweils immer eine Verdopplung von unserem Umsatz gehabt. Auch dieses Jahr werden wir sehr, sehr stark wachsen. Wir liegen so im Umsatzbereich, ich schätze mal, 70 bis 80 Millionen Euro. Und nächstes Jahr werden wir unsere Zielmarke schaffen, die 100 Millionen. Es läuft also gut für Dominik Benner und seine Mitarbeiter. Kein Wunder, bei einer Geschäftsidee, die zusammenbringt, was Kunden sich wünschen. Bequemes Online-Shopping ohne schlechtes Gewissen gegenüber dem alteingesessenen Fachgeschäft um die Ecke.